Und da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ja, ich habe ein bisschen ein Problem. Ich nehme das ja gerade im Voraus für euch auf und ich frage zwar immer so nach eurem Feedback, was ihr so sagt, ob ihr das Spiel noch weiter sehen möchtet oder nicht. Das Problem ist, bis das Feedback da ist, dauert es ja jetzt noch und jetzt weiß ich nicht, wie lange ich das Spiel aufnehmen muss, in Anführungsstrichen. Oder darf oder ja, deswegen, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit euch und irgendwann, wenn denn dann die Folgen online sind für euch, werde ich ja so ein bisschen ein Feedback bekommen, hoffentlich. Und dann werde ich irgendwann entscheiden, wie es weitergeht mit dem Spiel. Deswegen, wir spielen jetzt einfach so. Wir müssen das Lager nachbestellen und so ein paar Lücken müssen wir hier in den Regalen noch füllen, vor allem auch hier. Und das machen wir jetzt. Ich überlege auch, ob ich den PC mit hier hinterräume, weil hier hinten ist das Lager. Ja, ich glaube, ich nehme den mit hinter. Bin ich dann direkt an der Quelle und weiß, was ich jetzt nachbestellen muss. Muss da trotzdem vorne gucken, ne? Wegen wie voll sind die Regale und so. Hier sitzt ein bisschen verlorener Platz aktuell. Aber mehr Artikel haben wir auch gerade noch nicht. Von daher passt das schon so. Wir fangen mal mit den Getränken an. Wir brauchen die weiße Cola und Soda. Ist ja noch sogar was da. Soda habe ich auch noch was da. Warum? Ist das noch nicht aufgefüllt? Also wir haben vom Apfel- und O-Saft haben wir, glaube ich, genug. Und dann nehmen wir einmal rote Cola, einmal Soda. Einmal rote Cola, einmal Soda, Milch. Nehmen wir auf jeden Fall, na, ich würde sagen, zwei Päckchen. So, und dann machen wir erstmal hiermit weiter. Salz reicht. Grünes Öl nehmen wir einen Karton. Gelbes Öl haben wir noch. Rotes Mehl. Ein Karton. Grünes Öl. Rotes Mehl. Dann haben wir blaues Mehl reicht noch. Reis. Ja, nehme ich mal noch einen Karton. Spaghetti waren, glaube ich, alle. Zwei Karton. Und was war da oben? Nudeln. Dann haben wir einmal Puderzucker, einmal Aufstrich. Zucker ist hier. Und Cornflakes haben wir noch. Okay. Dann Toilettenpapier. Dreimal. Das hier unten ist irgendein Putzmittel, Badputzmittel. Da nehme ich auch zweimal. Ich muss das erstmal ein bisschen rausfinden, wie gut es weggeht oder auch nicht. Dann haben wir Meister Propper, nehmen wir auch mindestens zweimal.
Vielleicht sogar dann nochmal. Mal gucken. Dann haben wir Tabs. Nehme ich mal noch eine Kiste. Shampoo. Nehme ich zwei. Da haben wir ein bisschen was auf Lager. Stimmt, die Tabs, die sind so arschteuer, ne? Verstehe ich immer noch nicht, warum. Aber gut. Und Seife. So. Ja. Da räumen wir mal auf, ne? Ja, hiervon werden zwei Packungen gar nicht reichen. Habe ich immer noch nichts auf Lager. So geht das. Na, ich hatte ja schon mal erwähnt, ich habe überlegt, ob ich vielleicht sonst das Laden einräumen und so, ob ich das dann offline, was jetzt einfach draufstellen können. Also quasi ohne Aufnahme mache, aber irgendwie, das gehört halt zum Spiel dazu. Und wenn ich das nicht mehr aufnehme, nimmt das halt so viel vom Spiel weg. Das will ich auch nicht. Nudeln hatte ich, glaube ich, zweimal bestellt, oder? Und wie gesagt, das Lager, das werde ich dann irgendwann nutzen, wenn ich Mitarbeiter habe, die vielleicht die Regale nachfüllen, weil die müssen, soweit ich weiß, aus dem Lagerregal arbeiten. Habe übrigens gerade nochmal nachgelesen, was der Entwickler alles, oder die Entwickler, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Person macht, alles noch einbauen wollen in dieses Spiel. Auf jeden Fall soll auch sowas kommen wie MHDs, dass man so Rabattaktionen machen kann, dass man günstiger Sachen einkaufen kann, wenn man sie lokal vor Ort kauft. Also gibt dann wohl Möglichkeiten, in der Stadt hier irgendwie shoppen zu gehen. Die Stadt soll auch noch größer werden. Also ich spiele das übrigens gerade, also heute ist der 17. März. Die erste Folge habe ich am 15. März aufgenommen, dann ein paar Folgen am 16. und jetzt heute ist der 17. Dass ihr das ungefähr wisst, wann ich das gerade erzähle, weil vielleicht, bis das bei euch dann erschienen ist, also meine Videos, vielleicht sind da ja tatsächlich schon Sachen dann implementiert, die ich jetzt hier noch gar nicht habe. Deswegen dachte ich, ich erzähle das mal kurz. Milch hatten wir auch noch mal. Aber ich glaube, ihr seht das aktuelle Datum, an welchem ich spiele, sogar am PC. Ist der 17. März. Da könnt ihr mir jetzt immer ausspionieren, wann ich das Spiel für euch aufgenommen habe. Aber vielleicht ist euch das auch vorher schon aufgefallen. Es soll übrigens dann auch irgendwann Selbstzahlerkassen geben und es soll auch Obst und Gemüse geben mit Wagen. Also man muss halt abwiegen. Da ist einiges geplant. Und halt Anpassungen, ich denke mal so im Sinne von, ne, man kann Boden und Wand ändern und also die Aufmachung des Ladens, vielleicht auch die Aufmachung vom Laden von außen, also das hier vielleicht. Vielleicht kann man auch irgendwann einen Namen für seinen Markt vergeben. Da ist auf jeden Fall noch einiges geplant.
So, sieht erstmal wieder chaotisch aus im Lager, bis es dann irgendwann aufgeräumt ist. Das war Apfel. Das kann ich. Oder hatte ich nochmal Apfelsaft nachbestellt? Ich habe wieder alles eingerissen. Das war nicht der Plan. Okay, wir haben aber gleich aufgeräumt. Toilettenpapier hatte ich, glaube ich, dreimal mitgenommen. Da ist ja immer gar nicht so viel in einer Kiste. Auch ein Riesenkarton für das Scheuermittel. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Sieht aber aus wie so Badreiniger, Nasszellenreiniger, Niesen und so. Ja, eigentlich müsste ich noch. Oder wird das reichen? Ach, es wird schon reichen. Was der Propper müsste ich eigentlich nochmal nachbestellen. Ist nicht so viel am Lager, aber das wird schon. Schon gehen. Ich werde mir jedes Mal das Zeug im Lager hier auseinanderreißen und umschmeißen, das weiß ich jetzt schon. Aber ich meine, hier vorne sieht der Laden ja erstmal ganz nett aus. So, viel Geld haben wir gerade nicht mehr übrig. Aber wir machen mal auf. Jetzt muss ich erstmal wieder ins Kassieren reinkommen. Miete kostet jetzt 50. Wir könnten ja vielleicht irgendwann mal einen Kassierer und so einen Auffüller testen. Nur mal testen. Wir können die dann ja wieder kündigen. Ich finde es irgendwie ein bisschen doof, dass ich den Lichtschalter, ups, nicht versetzen kann. Der würde jetzt halt hier in der Nähe der Kasse ein bisschen mehr Sinn machen. Ja, jetzt warten wir hier. Trost. Gut. Einmal Mehl. Auch gut.
Vielleicht könnte ich auch sonst Artikel, die ich öfter nachfüllen muss, hinter mich stellen. Also Toilettenpapier. Da passt ja nicht so viel ins Regal. Da bin ich dann schneller dran und schneller auffüllen. Naja, mal gucken. Das wird ja alles noch ein bisschen optimiert. Wird es voll hier. Ich muss gleich mal gucken, was vielleicht aufgefüllt werden muss. Zwanzig. Nur den Ansturm hier. Wie sieht's aus? Ja, warte. Ich kassiere erstmal. Ich bin hängen geblieben. Wollte Toilettenpapier auffüllen. Oder was fehlt sonst noch? Aufstrich ist auch heute gut. Milch können wir vielleicht auch noch welche wieder dazu stellen. Oh, und ich muss Licht anmachen. Apfelsaft. Ist knapp. Bin gerade irgendwie noch nicht so ganz im Flow. Ich hoffe, das war jetzt der Apfelsaft. Ob es Kassierern auch so geht, also im echten Leben, dass die erstmal einen Moment brauchen, um wieder in den Kassierer-Flow zu kommen. Also wenn die jetzt mal so einen Tag frei hatten. Weiß gar nicht, wie es beim Toast aussieht. Shampoo.
Der Brotaufstrich ist fast weg. Bin abgelenkt. Gott, sie können jetzt nicht so viel kaufen. Jetzt aber Schluss hier. Enger. Es war jetzt irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht warum. Also doch, ich weiß warum. Ich war einfach nicht mehr im Flow. Es wird jetzt wieder besser. Ja, ist, alles ganz gut weggegangen. Auch Getränke. So, dann füllen wir erstmal wieder alles auf mit unserer Lagerware. Wenn ich einen Kassierer einstelle, kann ich doch mich nebenher um die Regale kümmern und um die Bestellungen, oder? Wollen wir das mal probieren? Oder nicht so? Da sparen wir vielleicht ein bisschen Zeit. Das waren die Nudeln. Ist hier noch was drin? Ich glaube, ich möchte das mal testen, wenn ich einen Kassierer einstelle und ich dann einfach nebenher quasi die Bestellung und sowas mache. Reicht mir das, reicht das Geld schon? Der Kassierer kostet mich 100 am Tag. Nee, 80 am Tag und einmalig 100. Ja, ich mach das. Wir probieren es einfach. Wenn es schief geht, geht es schief. oh. Shampoo, Reiniger, Öl. Shampoo. Reiniger. Öl. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich fülle erstmal auf, so weit wie ich komme. Und dann stellen wir jemanden ein, machen den Laden auf und bestellen nach. So. Und dann gucken wir mal, ob der Kassierer Fehler machen kann. Oder nicht. Der uns Einnahmen verwehrt. Müsli ging heute nicht so. Gestern. Ich habe jetzt schon den neuen Tag gestartet. Toast.
Schokoaufstrich ist komplett leer. Okay. Gut, dann stellen wir jetzt mal jemanden ein. Ich weiß auch gar nicht, fängt er dann jetzt sofort an? Das wäre ja jetzt aber fix. Müssen wir. So, ich gucke noch kurz nach den Rechnungen. Dann ist ja irgendwie auch die Folge schon wieder rum. Dann würde ich sagen, starten wir diesen Versuch mit einem Kassierer in der nächsten Folge. Und ich bestelle in der Zwischenzeit Sachen. Oh, die Milch kann ich auch noch auffüllen. Und so. Ich bestelle dann nach, während er kassiert. Und dann gucken wir mal, das. Also rein theoretisch müsste uns das ja schon ein bisschen Zeit sparen. Und es wäre dann hier vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher. Nicht immer nur Regale auffüllen. Wir probieren es mal. Vielleicht geht es auch in die Hose. In die Hose. So. Natürlich dann schwierig hier hinten nebenbei mit dem Aufräumen, aber das, das ist jetzt mal. Ach, kein Problem. Kein Problem, kriegen wir hin. So, wir räumen auf. Dann beende ich diese Folge an dieser Stelle. Und wir sehen uns quasi morgen wieder mit dem ersten Versuch mit Mitarbeiter. Wir sind jetzt schon soweit am 15. Tag. Nee, 13, 14, irgendwie so. Keine Ahnung. Steht das irgendwo oder wievielter Tag das eigentlich ist? Oh, was haben wir denn hier schon? Drumsticks. Bier. Chips. Achso, ist noch gar nicht freigeschalten. Ich war gerade verwirrt, weil das grün. Nee, okay, ich habe nichts gesagt. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon Mitarbeiter. Das geht rucki-zucki. Und ja, jetzt sage ich Tschüss und bis morgen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bye, bye.